Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt kann ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal 4K HDR Video, weil wir machen ja Burning Shores, machen wir ja schon im Stream abends. Ich bin hier hyped, es sieht unfassbar geil aus. Ich weiß jetzt zwar nur, dass sie die Wolken verbessert haben, das zeige ich euch auch gleich noch. Aber ist jetzt nur mein, ohne dass ich es weiß oder so, also ich habe nur halt was von den Wolken mitgekriegt, aber wie das heißt, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das Wasser sieht auch ein bisschen besser aus, also der Wellengang und sowas alles. Die Story ist schön gemacht. Also bis jetzt bin ich absolut gehypt von Burning Shores. Ich finde es schön, dass die Story auch vorangesetzt wird. Und das ist so wie bei dem letzten DLC, beim ersten Horizon, also bei Forbidden West, dass er dann, da kam er dann mit dem anderen Kriegsgeist und so, und dass die Story so ein bisschen weiter erzählt wurde. Es wurde schon ein dritter Teil bestätigt, soweit ich gelesen habe. Ich bin mega, mega Fan der Serie. Und wir machen einfach mal fortfahren, dass ich euch so ein bisschen zeigen kann. Ich will jetzt auch nicht wirklich Missionen machen, ich will euch nur die Grafik zeigen und so ein bisschen drumherum, weil sonst geht es ja im Stream weg. Wir wollen das ja abends im Stream auch weitermachen noch. So, und wie gesagt, ihr könntet, ich habe hier keine Kamera an, weil ich 4K HDR aufnehme für euch. Leider könnt ihr das dann auch nur sehen, wenn ihr halt praktisch auch ein 4K HDR Gerät habt zum Wiedergeben. Wenn ihr das jetzt auf dem Fernsehen mit HD nur 1080p guckt, dann wird nur 1080p angezeigt. Aber wenn ihr auf dem 4K-Fernseher guckt, dann 4K. Mit HDR natürlich. Deswegen ist auch keine Kamera, weil wenn ich die Kamera reinmachen würde, würde die dann durch die Aktivierung von HDR milchig werden. Da hoffe ich ja, dass die Software da mal dementsprechend bearbeitet wird. Ich mache mal den Sound vom Spiel noch ein bisschen lauter. So. Ich will jetzt erst einmal zum Strand mit euch hier, dass ihr das sehen könnt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist mein Gefühl, dass im Gegensatz zum anderen, also zum Hauptspiel, also seit dem Hauptspiel, ich habe es ja am Anfang durchgesuchtet. Ich bin jetzt bei über 90 Stunden Spielzeit. Habe ich das Gefühl, die Wellen haben sich verbessert. Auch hier, wenn es hier so ein bisschen ranklatscht, ein bisschen Wasser hochkommt. Aber das ist jetzt so mein Gefühl. Aber das Geilste zeige ich euch jetzt. Ich werde mal den Ton noch ein bisschen lauter machen hier. Ist ein bisschen leise, würde ich sagen, oder? Hier seht ihr die Wolken. Da seht ihr jetzt, also im ersten Augenblick sieht man den Unterschied jetzt nicht wirklich. Ja? Hier vielleicht so ein bisschen. Und wir fliegen jetzt einfach mal hoch in die Wolken. Brauchen wir ein bisschen Zeit, aber die nehmen wir uns jetzt einfach mal. Da gibt es nämlich eine Software, ja, also würde ich jetzt mal so sagen, die Wolken jetzt individuell berechnet. Ich frage mich aber jetzt nicht, wie die heißt. Ich habe das gelesen auf dem Sony-Blog, also auf dem PlayStation-Blog. Und das heißt jetzt nicht, dass Wolken einfach so reingepackt werden ins Spiel, irgendwelche vorgefertigten oder so, sondern dass das individuell sich die Wolken entwickeln können. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Und jetzt fliegen wir einfach mal so in die Wolken rein. Gleich wird es dunkel oder etwas dunkler. Ist das nicht geil?
vielleicht wieder runterfliegen? Jetzt sind wir raus aus der Wolken. Hier sind so Schleierwolken. Unfassbar geil. So. Jetzt einfach mal stehen bleiben und hier praktisch. Das ist jetzt Hollywood. Und hier befinden wir uns und das ist halt praktisch das ganze DLC. Ja. Seht ihr das? Das ist das ganze DLC. Wir sehen auch den Hollywood-Schriftzug. Ihr seht, dass ich auch schon ein bisschen was erledigt habe. Es ist ziemlich groß. Hätte ich jetzt, also, ich weiß jetzt nicht. Also, wenn ich mir das erste DLC angucke von Forbidden West, kam oben auf der Landkarte was dazu. Das war vielleicht so das Stücke, was dazu kam. Also da habe ich, glaube ich, ist es doppelt bis anderthalb mal so groß wie von der Fläche wie das von Forbidden West. Das ist aber nur meine persönliche Empfinden. Also nicht, dass ich es weiß oder so. Und es sieht wirklich unfassbar geil aus. Ihr bekommt neue Waffen dazu, ihr bekommt neue Rüstung bekommt ihr. Ihr müsst dann hier so einen gelben Stein sammeln, um die Rüstung zu machen. Ihr bekommt neue Hauptquests, Nebenquests. Auch die Fähigkeiten erweitern sich dann nochmal. Also ihr bekommt neue Sachen bei den Fähigkeiten dazu. Ich habe auch schon ordentlich Punkte ausgegeben. So Spezial. Und wir haben jetzt hier so ein, nee, das ist der Schildflügel, den haben wir schon gehabt. Der taucht hier gar nicht auf. Warum taucht das hier nicht auf? So, das ist jetzt zum Beispiel so ein Outfit. Neues. Das habe ich ja jetzt. Mit dem, also das ist ein Jägerin-Outfit, mit dem habe ich ganz gute Erfahrung gemacht. Das ist ein legendäres Endling. Ich hätte ja gerne, dass wir so Transmog drin machen, ja? Dass man praktisch jede Rüstung so aussehen lassen kann, wie man will. Oder hatten sie das nicht beim Update mal mit drin gemacht? So, dann Lava. Weil einige DLC, also einige Updates kamen halt auch erst, wo ich mit der Story, da war ich mit der Story ja schon lange durch. Weil ich konnte mich dann nicht zusammenreißen. Ich hab das so am Anfang gesuchtet, ey. 8, 9, 10, 12 Stunden am Stück gespielt, das war keine Seltenheit. Ja, und hier können wir schön fliegen, auch die Bäume, alles. Wir fliegen mal einfach hier an den Strand. Hier trennen sich unsere Wege. Ah, doch. Cool. Doch Transmog drin. Outfit habe ich das und aussehen tut's dann wie das. Also das, also jetzt mal ganz ehrlich, aber wirklich ganz ehrlich mal jetzt hier, Butter bei den Fische. Es ist so einfach, das umzusetzen. Guckt euch das an. Ich habe hier meine ganzen Outfits drin, die ich besitze. Hier, klar, man muss dann halt hier noch Platz haben für seine eigenen Outfits. Ja, ich habe jetzt hier die Rüstung an, gehe rauf, sage Inventar. Outfit, nimm das Outfit, was mir gefallen hat, das war zwar das schwarze, sag hier Look.
Und schon habe ich den schwarzen Look. Sie hatte die schwarze Klamotte an, die ich persönlich richtig cool finde. Ja? Es ist so einfach. Warum kriegt das nicht jeder hin? Ja, dann werde ich doch auf jeden Fall das auch erstmal dran lassen. Hier haben wir dann wieder Lagerfeuer. Die kennt ihr ja aus dem ersten Teil, also aus dem Hauptspiel. Die machen hier genau das Gleiche. Oder hier halt das zum Hinsetzen und Zeit verstreichen lassen. Hier haben wir unsere Kiste. Aber irgendwie ist mir... Ich muss mal gucken. Vorrat. Genau, das ist die Kiste. Spulen. Munition habe ich hier noch drin. Haufen Flaschen und so. Aber Rohstoffe. Hier sind mir einige Rohstoffe. Seht ihr das? Und hier unten ist schon zu Ende. Einige Rohstoffe sind mir abhandengekommen. Oder habe ich sie verkauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber eigentlich nicht. So, hier war denn das hier? Hier haben wir dann einen Baum. Guckt euch das an. Also wenn das nicht geil aussieht, Leute, sorry, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe es ja auch zu Testzwecken am Fernseher gespielt. Wie gesagt, ich kann mit der Capture-Karte nur 1080p, 4K mit 60 FPS aufnehmen. Ich kann leider kein VR, ich kann kein ALM aufnehmen und nicht höher als 60 FPS. Es sieht, wenn ihr das schon geil findet, wie das jetzt aussieht, es sieht am Fernseher, also wenn der Fernseher das unterstützt, bei mir mit 120 Hertz, VR, allem und so, mit dem ganzen Kladderadatsch, es sieht nochmal geiler aus. Es sieht nochmal viel, viel geiler aus. Es ist einfach... Uff. Ja, wir sind auch wieder ziemlich wendig und agil unterwegs. Wir haben jetzt auch... Das muss ich so einsammeln, aber wenn jetzt so Sachen hier liegen, die haben wir jetzt automatisch einsammeln mit bei den Barrierefreiheitseinstellungen. Also eine Boje, ich tauche mal für euch. So. Hier ist die Boje, hier ist eine Boje. Wenn das Licht so durchs Wasser scheint, es sieht so geil aus. Und ich muss auch sagen, das Einzige, was mich ankotzt an Horizon ist, dass ich schon wieder mit dem DLC auch schon bald durch bin und dass ich wieder warten muss, bis das nächste kommt. Das ist das, was mich ankotzt, sage ich euch so, wie es ist. Aber dafür können die Entwickler ja nicht, die können ja nicht hier rund um die Uhr arbeiten, sollen sie auch nicht. Aber das ist halt so, wenn man von dem Spiel gehypt ist. Ich hätte auch damals bei Forbidden West, wo sie das gemacht haben, niemals gedacht, bei Farbe könnten sie mal Shader reinpacken oder Pflanzen reinpacken, dass man die anderen Sachen, auch andere Sachen schwarz machen kann. Ja, das sind jetzt zum Beispiel die neuen. Eine Munition. Mal herstellen. Das ist jetzt die neue Waffe. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich noch mehr neue Waffen kriegen. Aber das ist jetzt die, die ich
bis jetzt habe. Von den so praktisch so Senus-Technologie, von den Senus. So. Ich mach den erstmal klebrig. Was hat er denn? Die Maschine würde Säure einfach abschütteln. Eis und Feuer ist empfindlich. Oder? Schwach gegen Feuer und Eis. Stark gegen Säure und Wasser. Falsche Pfeile hier. Ich bin mich schon um. Wenn ich diese Pfeile brauche, dann bin ich nicht hier. Ins Schwarze! Doch nur den Freund. Finde. Kann man mal hier gebrauchen. Da ist er. Hier, hier, du. Das wird's. Eben, dass ich euch die Dinge zeigen. Das ist die neue Waffe. Okay, das ist nicht her. Ah, der stiehlt meine Vorräte. Die haut doch ordentlich rein. Bitte. Der ist gleich weg. Dass ich ihn halt hier erstmal geklebt habe. Ich konzentriere mich jetzt gerade nicht auf mein Leben, ehrlich gesagt. So, und jetzt haben wir das. Yeah.
weiter unten. Ich brauche Munition. Und jetzt habe ich schon keine Munition mehr. Dann haben wir mal Reihe. Die ist verdammt scherbenintensiv, die neue Waffe. Die haut zwar natürlich auch nicht rein. Ich habe den. Ach, du bist halt. Ich habe zwar halt mein Beutel auch schon ein bisschen erweitert und. Und so, also da musst du halt auch diesen Gold, wie heißt denn, Goldglanz oder so brauchst du da. Irgend so ein komisches neues Ding, was hier so ist und so. Sieht aus ein bisschen wie Bernstein. So, hier haben wir den Unterteil. Dann haben wir dann auch jetzt, hier neu ist jetzt so ein Nester, hier schlüpfen die denn aus, da ist er dann. Die sind sehr nervig, die kleinen Viecher. Kommt schon wieder inne. Der ist ganz gerade. Das ist aber weit weg von, Gott sei Dank. Wir gehen mal hier, wo die Lava ist, dass ich euch die auch noch ein bisschen zeigen kann. So. Hier oben haben wir dann noch einen Haken. Ja. Ich hatte nur am Anfang. Da ist mein Flügel über. Ich hatte am Anfang, wo es die jetzt hier neu rauskam, hatte ich ein bisschen Probleme. Mit den Waffen. Also, ich habe ja hier eine Waffe ausgerüstet, das seht ihr ja. Also, hier nach oben. Ich kann auch nach unten machen, hier oben. Und wenn ich die Waffe ausgerüstet habe, bin ich so gewöhnt gewesen von Horizon. Dass ich die, auch wenn sie jetzt gerade die nicht, man sieht es ja nicht, ich renne ja so hin. Aber wenn jetzt eine Fahrensituation kommt, wie jetzt, oh, ein Schwein, zack. Und schon habe ich den Bogen, ich brauche nur drücken. Also L2 drücken und dann packt sie gleich den Bogen aus. Ja? Oder je nachdem, wenn ich dann jetzt zum Beispiel die Sinonet-Waffe habe hier, so, dann hat sie, man sieht sie halt praktisch, ja, der Bogen halt auf dem Rücken ist weg, jetzt hat sie die Waffe da. Wenn man jetzt denkt, also wenn die jetzt voll wäre und es kommt Gegner, zack. Und da hatte ich Probleme bei, aber das haben sie behoben mit dem letzten DLC. Ich kann euch auch gleich zeigen, welche Version ich habe vom Spiel. Da ging das denn nicht mehr. Da habe ich dann drauf gedrückt und wollte machen und es ist nichts passiert. Da musste ich immer erst hier Waffenrad irgendwas auswählen und wieder zurückgehen, dass ich wieder die Waffe hatte. Aber das haben sie Gott sei Dank geschafft zu beheben. Hier, am besten die Viecher mal gleich arbeiten. So, was so geil ist mit dem Rufen vom Vogel, das klappt jetzt viel besser als bei der jetzt geht's los. Beim Hauptspiel. Da hatte ich manche Stellen, wo der Vogel dann halt nicht kommen wollte. Hier ist egal wo. Ihr seht da mitten im Dschungel hier und so. Der kommt, wenn ich die rufe, kommt da. Das ist halt die Siedlung und hier ist ja der Landeplatz. Ich sollte absteigen und mir die Beine vertreten. Das ist halt die Siedlung, wo dann halt unsere neuen Verbündeten sozusagen sind, unter denen, denen wir helfen. Da kommen neue Waffen, neue Rüstungen und alle drum und dran und Farben und alles. Ich bin schon mal froh, dass der Transmog, das habe ich nämlich, wollte ich die ganze Zeit testen, habe ich immer noch nicht geschafft gehabt. Das war aber im Hauptspiel nicht von Anfang an mit bei.
Das kam mir später. Also wir sind jetzt bei der Hauptstory mit DLC. Sind wir jetzt bei 93 Stunden, 22 Minuten und 47 Sekunden. Und ich bin Stufe 56. Wenn ich jetzt hier runtergehe, Hauptstory ging nur bis Stufe 55, glaube ich. Nee, 50. Ich habe hier irgendwo unten hier 53, 88 Stunden. Und hier 54, 90 Stunden, also das ist dann, nee, ich glaube, ich war dann bei 88 Stunden oder so. Ich hatte auch, also das ist alles hier DLC, ne? Die Hauptstory, achso, genau, ja, so fast 60 Stunden war ich. Bis 50 ging es ja dann irgendwie, oder über 60 Stunden. Und dann hatte ich ja so noch ein bisschen gespielt. Ich hatte das Problem, dass ich bei der Hauptstory, ich mach mal ein schöneres Bild, wo Aloy auch so sind. Da hat halt schon eine ganze Weile her war, wo ich durchgespielt habe. Und Neues Spiel Plus und sowas alles, das gab es damals noch gar nicht, wo ich durchgespielt habe. Habe ich geguckt, wie ich das denn starte, weil ich habe es ja schon durchgespielt. Gehabt. Und es ging, aber es hat nicht gestartet. Der Silas hat sich nicht gemeldet. Und dann habe ich einfach die letzte Mission, weil die konnte ich, so wie bei Horizon Forbidden West, konnte man die letzte Mission ja, wo die Gegner denn die Burg gestürmt haben, konnte ich auch immer wieder und wieder spielen. Und das habe ich dann hier auch gemacht, habe halt die letzte Mission dann einfach nochmal gespielt und nochmal die Gegner platt gemacht. Und ich musste, also ich hatte die, wie gesagt, ich hatte die letzte Mission ja schon gemacht. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gemacht habe, weil sonst hätte ich ja nicht Platin. Weil Platin kriegst du nur, wenn du jeden Roboter scannst. Und in der letzten Mission verwandelt die sich ja nochmal, wird der Roboter ja nochmal groß. Und den hätte ich ja sonst nicht. Aber davon mal abgesehen. Und da in der Wolke ist mein, hinter mir ist mein Flugtier. Seht ihr das? Ist geil, oder? Oder nee, das ist ein anderer. Meins müsste da hinten sein. Oder? So. Und dann habe ich die letzte Mission einfach nochmal gespielt. Und dann wurde es auch automatisch freischalten. Bum, bum, wurde gespeichert. Bum, bum. Und dann kam die Nachricht von Silas und dann konnte ich Burning Shores starten. Ich bin begeistert. Ich finde gut, dass sie sich Zeit gelassen haben und ein schönes DLC abgelegt haben. Vom Gefühl her finde ich es halt auch ein bisschen schöner als bei Forbidden West, weil bei Forbidden West waren wir ja in einer kalten Welt und so, Schnee und so. Hier finde ich es halt schöner mit, wir können ja auch jetzt tauchen und so. Ist aber nur persönliches Empfinden. Gefühlt ist das DLC größer als Forbidden West. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ich habe da noch nicht gegoogelt. Spielzeit vom DLC und Forbidden West und hier und hast nicht gesehen. Das kann ich euch nicht sagen. Aber es macht unheimlich Spaß. Und von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ach hier, Informationen, da haben wir doch. Also ich bin jetzt bei einer Gesamtgröße des Spiels bei 112 GB. Zuletzt aktualisiert am 25.04., also vor 4 Tagen. Also kam nochmal ein Update. Und ich bin jetzt bei Version 1.022.000. Das Spiel ist auf dem M2-Speicher. Auch da keine negativen Erfahrungen hier mitgemacht, alles läuft. Berechtigung hat jeder von meiner, schnell hier drauf zugreift, natürlich.
Download-Status abgeschlossen. Ja. Ab 12 Jahren ist es und auf jeden Fall von mir eine ganz klare Empfehlung. Grafik geil, Sound geil, ihr habt es jetzt so ein bisschen mitgekriegt. Ja. Wie das rauscht. Auch hier mit dem Wasser. Ich will euch unbedingt noch zeigen, guckt euch das an. Und vor allem mit dem Wolkenmodell, was sich da, mit der Software sich da haben einfallen lassen. Das ist einfach richtig, richtig geil. Wirklich gut gefickt. Auch hier mit dem Schnellspeichern funktioniert wieder. Und zack, gespeichert oder manuell. Gerade frisch gespeichert, seht ihr ja, bei 93 Stunden, 28 Minuten und 54 Sekunden bin ich. Also wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare posten. Hier seht ihr das praktisch, hier ist auch wieder Nebenquest. Hier haben wir dann auch wieder so Sammelaufgaben mit den Robotern. Hier sind irgendwelche Kuscheltiere, das ist ja alles, ich werde nicht so viel verraten. Wir haben auch, wie gesagt, die neuen Roboter habt ihr gesehen. Ich denke mal, da sind noch ein paar andere neue mit bei. Ja, auch wieder Legendäre sind neu mit bei. Also wirklich, ich habe schon einige aufgedeckt und ich bin wirklich mega zufrieden. So, das soll es auch dazu gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, guckt doch einfach mal vorbei während der Woche. Momentan kann ich Montag, Dienstag nicht streamen wegen den Arbeitszeiten von meiner Frau. Aber Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch und Donnerstag machen wir immer Horizon. Guckt da doch gerne mal vorbei. Ab 20:30 geht es immer los. Wenn ihr Fragen habt zu Horizon, Forbidden West, Zero Dawn, zu den DLCs. Ich habe beide DLCs gespielt, also bin gesagt, ihr seht ja, ich bin ja beim zweiten DLC dabei. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare posten, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Also ich kann euch natürlich nicht sagen, wo jeder Gegenstand zu finden ist, das weiß ich selber nicht mehr aus dem Kopf. Ja, aber wenn irgendwas mal nicht hinhaut oder so kleine Fehler sind, wie zum Beispiel mit der Waffe, da habe ich auch gewusst, ja, das ist ein Bug, das wird garantiert gefixt und das wurde gefixt und ziemlich schnell gefixt. Kann immer mal passieren. Aber wie gesagt, ja, dann würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mit Eloy hier nochmal am Lagerfeuer. Komm, stell dich da mal richtig hin, Eloy. So. Mit Eloy am Lagerfeuer. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Wie meinst du das? Ein Weg zu finden, unser Land zu heilen.